Hallo Leute und herzlich willkommen zu Anfang von Smite. Hi, heute spiele ich Chuck in der Solo Lane. Er hat einen neuen Skin bekommen durch den Battle Pass. Und ich dachte mir, ich spiele das mal. Ich wollte eigentlich Mitte spielen, aber habe ich nicht bekommen. Ich habe Support bekommen und ich habe gesagt, yo Leute, wenn irgendwer Bock hat zu wechseln, bitte, bitte, bitte. Ich bin hier, ich wechsle sehr gerne. Egal welche Rolle. Hauptsache, ich muss nicht Support spielen, weil ich musste gerade schon eine Runde Support spielen, mit der ich nicht viel anfangen konnte. Das ist für mich immer so ein bisschen frustrierend für Aufnahmerunden. Ja, die Leute wollen einfach nicht wirklich Support sehen. Und das ist halt einfach nur ein bisschen unnötig für mich. Keine Ahnung. Noch Shen war mein Plan. Schade, dass das nicht getroffen hat. Unangenehm. Noch Shen ist recht schlecht gegen mich, wegen meiner 3. Ich schaue, dass ich sehr schnell vielleicht auch mit Gaia Mail hole. Einfach nur, um mehr gegen ihn spielen zu können. Weil zum Beispiel schon der Regen sehr stark gegen ihn arbeitet. Weil der Regen an Cooldown Regen, weil der Regen Attack Speed Reduction raushaut. Muss man einfach. Oh, unfreundlich. Muss man mit aufpassen. Deswegen ist er ja. Behälter. Deswegen ist er ja auch so nervig. Oh, krass, aber ganz schön schnell. So, ja, egal. Wird schon. Wird eine spaßige Runde. By the way, Leute, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Götter ich noch spielen sollte. Okay, was hat jetzt das gebracht? Außer, dass du jetzt tot bist. Also, I don't know. Natürlich close, aber I don't. Yes. War ich nicht. Es war mir zu aggressiv für ihn. Muss das schnell machen, weil er gleich wieder da sein wird. Hat er TP überhaupt? Ja, TP. Deswegen, safe spielen. Aber das kann ich nicht gehen hier. Weil viel zu cocky hier. Ja, würde ich nicht TP'd. Crazy. Krass. Okay. Ja, dass ich möchte. Sei es mir gegönnt, ich heile mich halt schön hoch wieder. Durch meine 3. Und das Ganze hier mit. Ich bin schnell fertig. Wir können gleich wieder fighten an sich. Wenn er fighten möchte. Zack, hier mit das Ganze. Ich habe jetzt auch Ult. So. Ich hätte ulten können. Ich weiß nicht, ob er tot gewesen wäre, aber beim nächsten Mal, wenn er mich jetzt gleich nochmal fighten möchte, dann wäre er tot. Ja, und sieht so aus. Ja, er bewegt sich. Ich muss nur schauen, was ich abwarte. Autsch, unfreundlich. Achso, er hat gar kein Interesse daran, um mich ranzukommen, weil mir ist nämlich bewusst, was passiert. Lustig. Weißt du, ich habe jetzt kein Problem damit, das hier auszuwarten. Ich nehme gerne jede Erfahrung mit, die ich bekomme und. Unfreundlich. Wenn der. Der Jungler war gerade hier. Crazy. Okay. Weiß ich Bescheid. Hätte die mir jetzt reinpushen müssen. Um das Beste rauszuholen. So. Damage ist gerade noch schön da. Freut mich sehr. Zack, er ist fast tot. Ich muss aufpassen, er ist jetzt Ult. Das wird mir sehr gefährlich. Weil der Dude. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich nehm's zurück. Ah, ja, egal. Wenn er Tower diven möchte. Sehr cool. Sehr gut gemacht. Ich habe hier drüber. Er hat genau das gemacht, was ich haben wollte. Okay. Ich passe auf. Oh ja, wow. Muss aufpassen. Das hat sie sehr gut gemacht. Bin ich sehr happy drüber. Das hat sie super gemacht. Sehr gut um uns herum gespielt, um meine Stärken gespielt. Das macht doch Spaß. Und war wenigstens auch recht safe an der Stelle auch noch. Mehr Health Pots mit. Und tippen wir uns rüber. So, cool. Weil das, wo ich wollte, nicht, dass er überlebt. Wäre cool, wenn wir das kurz verteidigen könnten.
Ja, hier ist niemand. Okay, gut, alles super. So, okay, die Flügel kommt mit. Dankeschön. Damit, ich habe jetzt große Vorteile. Ich habe in 20 Sekunden wieder Ult. Er dürfte nach mir wieder Ult haben. Bin mir unsicher, wie groß der Cooldown von seiner ist. Hi, hi. Lol, okay. Das Falsche gemacht. Unangenehm für ihn. Du kannst aber gerne ausweiten, ich hab jetzt Ult. Das Einzige, wo ich aufpassen muss, ist Mana. Das ist das einzige Risiko. Ja, du kannst jetzt hochheilen, kein Problem. Vielleicht gehe ich gleich noch Anti hier. Sollte eigentlich auch seine erste Sache sein. Aber es ist in dem Fall nicht, was ihm ein bisschen Nachteile gibt. Weil gegen mich braucht, also gegen einen Chuck braucht man einen sehr schnellen Anti hier. Also wäre es der erste oder zweite Item. Vielleicht geht das dann noch. Ist nur sehr riskant, dass das noch nicht gegangen ist. Hat er. Soll ich mein Breastplate? Okay. Gut, dann, joa. Wir haben hier die Sache. So, by the way, ich bin ein bisschen vorproduzieren, weil ja nächste Woche Smite 2 rauskommt. Also die Alpha, die 24/7 Alpha. Und ich möchte so viel Content wie möglich dafür haben. Und habe jetzt gerade nicht so viel Zeit, mich auf Aufnahmen für Smite 1 zu konzentrieren. Deswegen, ich wollte auch mal zwei Aufnahmen machen für heute und morgen. Damit habe ich das wenigstens bereit. Und kann mich dann kurz auf Leben noch fokussieren. Bevor dann die Smite 2 Alpha groß anfängt. Und deswegen will ich fragen, habt ihr irgendwelche Wünsche, was für Videos ich machen soll für Smite 2? Also weil ich habe schon geplant, Grafikverstellungen zu machen für HKT und Modded. Einfach wie normal, einfach nur damit ihr Bescheid wisst, wie die Götter funktionieren, wenn ihr die spielt. Und all solche Dinge. Genau, aber ansonsten habe ich halt gar keine große Idee. Ich könnte so eine Arbeitszeitreihe machen, hätte ich glaube ich wieder Interesse daran. Einfach nur, um ein bisschen euch die Götter wieder vorzustellen, die ihr eigentlich schon kennt, aber die Veränderung davon. Hey, das machen wir bitte nicht. Wenn du mich ulten möchtest, habe ich kein Problem. Bin safe, du hast vorher deine Viecher verkackt. Ich habe aktuell keinen Respekt mehr vor ihm. Ja, nee, ich bin dumm, wenn ich aggressiv bin. Das ist es nicht wert. Ja, er TP't sich ehrlich wieder rüber. Wobei sein Buff könnte da sein. Oh, er ist da. Perfekt. Super. Ich weiß nicht, was er so krass gegen. Ja, ne, shoot, no problem. Lass uns safe sein, einfach an der Stelle. Seine Mission ist irgendwie nicht ganz zu sehen bisher. Der hat halt total Probleme gegen mich. Was hat aber auch. Er hat Unlucky Pick, muss ich sagen, für ihn. Meine 2 countert ihn halt mega, mega stark. Deswegen quatsch mal bitte kurz. Okay. Gut, traut sich mich die ganze Zeit zu fighten. Okay, der Tor da hinten, let's go. Was ist mit, wahrscheinlich hat er gerade Dachi gekillt. Unangenehm für sie. Hör auf zu nerven, Brudi. So, ich hab Ult. Das Blöde ist, ich will halt nicht verschwenden. Eigentlich kann ich das machen mit dem Cooldown, den ich darauf hab, bin ich ehrlich. Aber was ich finde, ist so, bei Bekommen tue ich halt eh nicht an der Stelle, wenn er so spielt, wie er die ganze Zeit spielt. Wenn er alle 5 Sekunden wieder unter seinen Tower rennt, keine Zeit außerhalb vom Tower nicht wirklich verbringen möchte. Das ist halt für mich ein bisschen frustrierend. Es ist, natürlich, so musst du auch gegen ihn spielen. Gegen einen Chuck, der gerade Vorteile hat. Wer anders macht wenig Sinn, ehrlicherweise. Chuck ist einfach so ein richtig ekelhaftes Vieh. Und ein Gott, der unglaublich anstrengend ist, gegen zu spielen. Deswegen ist es fein, was er tut. Es ist halt nur für mich ein bisschen langweilig. Hoffentlich für euch nicht und ich kann euch schon voll labern. Genau, ich habe 2600 Gold, ich kann an sich wieder weggehen. Ich nehm noch eine Minion-Wave mit und dann gehe ich weg. Wann rennt er? Und let's go, der ist tot. Lucky. Oh, verdammt. Mm.
Ja, nee. Dumm von mir. Dumm von mir. Ich muss raus hier. Oh, ach du Scheiße. Awesome. So, sehr schön. Die waren alle bei mir drüben. Das musste nicht sein. Ich hätte doch 3000 Gold gehabt. Es war sehr, sehr aggressiv, von mir da lang zu gehen. Dabei war es lustigerweise durch auch die richtige Entscheidung. Oh Gott. Alpha-Chimäre, was ist das? Achso, Al. Ja. Das ist ja wirklich mal so ein Okay, krass. Der ist am Buff gestorben. Brauche ich Breastplate an sich? Schon. Die haben doch Physical Damage. Mit Guardian Mail. Sehe ich. Die haben 3 Leute, die auf Attack Speed gehen könnten. Daher macht das. Ja, und schauen wir, wenn wir den Buff hier machen. Der geht nicht auf mich drauf, glaube ich nicht. Eine sehr komische Entscheidung für ihn. Ich bin gerade noch zu safe. Ich bin nicht antastbar. Ja, das Mitte. Genau, eigentlich sollte ich mal vielleicht auch probieren zu roamen. Vielleicht macht das Sinn. Es ist mega schade, dass er anscheinend nicht gestorben ist gerade. Das ist ein bisschen sehr frustrierend. Weil ich habe das an sich gut gespielt. Wird's ernsthaft? Hören wir auf damit, habe ich keinen Bock drauf. War nicht anstrengend. Ich habe Ult wieder. Nicht, dass er mich fighten wollen würde. Ich habe ihm zeigen können, dass ich ihn killen könnte. So. Ja, mit Guardian Mail sollte gleich ein Schuh in sein für mich. Der Attack Speed Slow. Sollte drin, das ist wichtig. Wir sehen, ich mache ihm Damage, ich mache ihm genug Damage. Ist einfach nur nervig, dass er die ganze abhauen möchte. Oder abhaut. Ernsthaft? Weißt du, wenn du deine Ult verschwenden möchtest, verschwendest du deine Ult. Aber ich hätte wirklich kein Problem mit. Das hat nur Nachteile für ihn. So, machen wir das Ganze hier drüben. Ich dachte, da geht nochmal auf mich drauf. Zack. Ja, I don't know. Hat so einen Nervenbolzen. Ah, der Tor ist da. Dann geh ich zurück. No problem. Dafür ist der Ward da. Oh, was ein Ekel. Okay, das ist gerade nervig, was hier gerade passiert ist. Dass meine, eins abgebrochen wurde. Soll safe bleiben. Ich brauch die Hilfe drüben nicht. Das muss nicht sein, alles gut. Natürlich schade, dass ich einen Buff nicht bekommen habe, aber es ist jetzt... So, kann ich dich jetzt bekommen, ohne dass er mich nerven möchte? Sehr gut. Ah, Leute, es wäre cool, wenn die ein bisschen sicherer sein könnten. Ich will nicht die Runde verlieren, dadurch, dass die Leute auch unnötig sterben. Das muss nicht passieren. Hi, hi. War boring, wie er spielt. Ist halt, kann man nicht anders nennen, ehrlicherweise, finde ich. Halt mega, mega boring. Und ich muss halt drumherum spielen, weil er einfach boring spielen möchte. Mit das kurz. Zack, zack. Ich hab Ult wieder, um rauszukommen, wenn es sein muss. Also, wenn er ein bisschen anrichten möchte. Ja, Brudi. Das ist die Mission. Oh, es war halt einfach keine. Es ist halt für mich so, ja. Soll er machen, was er machen möchte? Sehr gut. Ich behalte meine Ult für mich. Awesome. Thank you. Das spielt wirklich so anstrengend. Oh, ich würde weggehen. Entschuldigung. Warte, nee, kriege ich nochmal die Wave. Muss man halt nicht wirklich. Es ist anstrengend mitzuerleben. Wir haben den Buff. Sehr gut. Und gehen wir weg. So, was wollen wir haben? Doch mit Guardian Mail ist, glaube ich, der richtige Call an der Stelle. Zack. Und ansonsten Breastplate auf Regrowth. Ich habe viel zu viel Magic, Physical Defense dann. Überleg's mir nochmal weiter. Muss ich nochmal ein bisschen lauter machen.
das Gefühl, oh, ich trotzdem krass, top Damage. Top mitigated. Ist halt, wenn man sich konstant einfach nur prügelt, dann kommt das halt raus. Oh, ist ja cool. Ich bin Skin auch gar nicht groß angeschaut. Ist ja cool mit dem Feuer auf den Schultern. Jetzt nichts Unglaubliches, jetzt bin ich, das ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat oder sowas. Ich finde so Lava-Dämonen-Skins sehr boring, ehrlicherweise. Aber ja, es hat einen Chuck-Skin. Nichts Besonderes, aber auch nicht jetzt speziell schlecht. Was vielleicht nicht das Beste ist für so einen Skin, ehrlicherweise. Aber ja. Ernsthaft? Wie wenig Attacks möchtest du haben? Ja, oder wie? Ja, ist verkackt. Die Minions machen dich fertig. So, noch mehr Slow. Ja, ich hab Spaß dran. Das heißt, mein ganzes Bit ist aktuell gegen ihn, gegen Attack Speed. Ich warte schon darauf, dass er mich ulten möchte. Rock. Ich habe zu Ende getankt. Das war meine Aufgabe an der Stelle. So, und da ist der Tor weg. Ich bin richtig happy darüber, wie die Dati mit mir spielt. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist ein gutes Gefühl. Und sie macht es halt auch wirklich gut. Leider ist Duo Lane gerade so ein bisschen am struggeln scheinbar. Ist ein bisschen schade. Ist auch der Bass-Sponsor fast wieder. Warte, ich verschwende gerade Zeit. Ich muss überlegen, was ich machen möchte. Ich gehe rüber und mach das Totem. Irgendwer hat sich gerade drüben gezeigt. Auch interessant. Was muss so frustrierend sein für den Irrenschen? Dass ich einfach. Ich halbiere wahrscheinlich seine Attack Speed. Sei es jetzt durch meine 3 und durch Guardian. Das ist halt einfach. Uff. Ein großes Uff für ihn. Wenn er noch nicht schon genug Probleme hat. Im Endeffekt würde es für mich ein Problem sein, weil ich dadurch kein Damage habe. Ich bin nicht auf Damage gegangen. Ich habe keine Damage-Items. Das kann ein bisschen problematisch werden. Aber dafür bin ich in Teamfights einfach ein mega, mega Tank. So. Hi. Ja, seine Attacks, das ist so crazy. Ja, und ich muss halt nichts machen. Ich muss halt gar nichts machen, außer einfach nur nerven. Oh, wow. Okay, hat geultet. Ja, also ich gehe gleich mit drin. Oder nee, doch ja. Ja. Machen wir das. Machen wir Damage Buff hier drin noch schnell. Wenn die niemand haben möchte, ist auch kein Problem. Oh. Guten Tag. Okay. Überlass mir den Buff. Wird dein Mitleider nicht sehr happy drüber sein. Aber danke schön dafür. Den hast du da drüben einen. Sehr cool. Ich gebe Backup wieder 2300 Gold. Was soll ich denn haben? Brawler Speedstake. Wäre so ein bisschen extra Damage-Item. Und als letztes muss ich halt ein krasses Magical-Defense-Item haben. Gehen wir es jetzt schon. Es macht einfach für mich persönlich Sinn. Das bringt mir Health, Magical Protections. Das ist schon nicht wenig. Und auch Crowd Control Reduction. Das kann sehr anstrengend sein mit dem Tor und dem Cap und allem drum und dran. Da ist einfach 4 CC hinter, da ich aus dem Weg gehen möchte. Und ich denke mal, das ist eine gute Entscheidung, dass ich das so mache. Hi. Okay, schade. Ich tower da bloß, kein Problem. Weißt du, ihr seht mein Leben, ich habe gerade keinen Stress. Ich habe 8 Tower-Schüsse genommen. Lass den Quatsch schon bitte hintauern mit.
Oh, okay, das ist ein bisschen problematischer. Jetzt können wir ruhig raus erstmal. Kurz. Jedenfalls, ich brauche die Heilung. Was ist halt für mich okay, kein Problem. Ich tower da, was soll ich tun? Die freuen mich von mir. So, gehen wir rüber. Wir müssen aufpassen. Weil ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht rüberkommen werden. Was dann? Sehr gut. Ich hole meinen Buff rüber. Easy. Irgendwer sollte am besten Mitte verteidigen. Und ich mach mal einen Buff. Ich weiß jetzt nicht, das ist so. Für die Gegner muss das hart nervig sein, wenn ich weiter drin bin und tanke. Ich mach halt kein Damage. Das ist mein großer Nachteil. Besonders ich habe halt nicht so den großen Damage, den man haben könnte als. Saft. Nerven, Dude. Das spielt man mega süß. Also ich weiß nicht, bekommen kann ich ja eh nicht, wenn er so spielt. Alter, darf ich ihn nicht backen lassen. Was willst du machen? Was ich meine? Das ist so, okay, was willst du mir antun? Nix. So, gehen wir Brawlers oder wenn wir wirklich kommen darf. Gehen wir Brawlers. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mehr. Was hat denn der Support gekauft? Okay, noch gar nichts wirklich. Stimmt, als Support ist es. Ja, ist nicht viel Gold. Wobei, ich habe eh die ganze Zeit gefightet. Ich stehe 1-1 in Minute 21. Das zeigt so ein bisschen. Ich habe trotzdem dort damit. Das war einfach so, wirklich so eine Fighter-Runde in der Solo-Lane. Das war wirklich so eine Solo-Runde. Ohne die Dage hätte ich wahrscheinlich gar keine Assists bekommen. Weil der Dude einfach so Bowling gespielt hat. Hi. Was wollen wir mir hier antun? Eine Idee hinter? Oh, scheiße. Au. Oh, wow. Uncool. Sehr cool. Oh, ich muss aufpassen. Scheiße, das ist ein Problem. Sehr cool. Okay. Blinken wir auch raus. Okay. Sollen sie nicht nerven. Ich heile mich eh wieder voll. Das ist schade. Das ist schade, dass die gestorben. So, let's go. Let's go. Gehen auch noch dazu. Leute. Kann nicht unser Ernst sein. GG. Das war super von ihm. Was ist gefährlich? Also ich sag, es ist hart gefährlich. Ich will den Call nicht machen, wir machen das nicht. Okay. Wieso ultet sie? Ach man, sie hätte nicht ulten müssen. Weil es war auch genau klar, dass es passieren würde. Aber. Hätte er später geultet. Jetzt nicht sofort. Egal. Oh, scheiße, das ist ein Problem für mich. Ah, scheiße. So. Ich lasse hier kurz hinter uns. Okay. Oh Gott, ich habe noch überlebt. Sehr cool, Alter, diese Falls. Hey, unfreundlich. So, stellen wir uns hier kurz vor. Awesome.
So, cool. Das ich denke aber kurz, egal. Ich heile mich gleich eh wieder. So. Was hat überlebt? Der hat einen unangenehm. Da können wir jetzt rausgehen. Das ist fein. So, wollen wir die Goldfühl? Ja, Goldfühl sehe ich total. Das ist so geil. Ich heile mich einfach komplett voll ohne Probleme. Ich bin seit einer Stunde nicht mehr weggegangen. Gefühlt. Das stimmt seit 5 Minuten oder so. Das ist schon crazy. Machen wir kurz hier drüben. Feiertern, das können wir auch sehen. Das ist crazy. So, nehmen wir dich mit. Corrupted Bluestone. Was haben wir denn greedy von ihr? Bin ich ehrlich, hätte nicht passieren dürfen an der Stelle. Ja, wir haben Sackling gespielt. Hm. Nicht immer auch Top Damage und Top Mitigate. Oh Mann, ich frag mich, wie viel Damage ich wirklich gemacht habe. Ich stehe einfach 1-0-9. Okay, die Musik geht einfach ab. Weil ich fight ja alle seit einer Stunde gefühlt. Ich wollte nicht Enemy sagen. Okay. Oder auch nicht. Oh scheiße, Leute, was war das? Kleines Problem hier. Eine Bombe mit. Na, that's too bad. Das war ein bisschen scheiße. Das ist ein. Oh, scheiße. Weil der komplett eingesperrt, da kann ich nicht weggehen. Oh, das könnte trotzdem nicht schlecht sein. Was haben wir da tut? Oh, schade. Wo ist er hin? Ach, da hinten ist er. Aber Daji macht das sehr gut, bin ich ehrlich. Die spielt super. Es war mega blöd, dass sie vorhin gestorben ist. So dumm, aber das ist jetzt eigentlich gerade sehr gut für uns. Oh nice, die bekommt sie auch noch an sich. Ja. Oder? Sie dürfte schnell. Oder den halt noch. Ein Retreat. Du hast keine Ahnung, wo Tor ist. Du hast keine Ahnung, wo Tor ist. Und wenn sie von ihm geholt wird, ist sie tot. Das, ja, das darf nicht passieren. Ich habe alles getan, um noch die Bombe mitzunehmen, by the way. Deswegen bin ich da immer wieder hin und her gelaufen. Ich hatte einfach zu viel Cooldown auf meiner 3. Ich hätte da mehr Cooldown mit Action gebraucht, aber das kann ich ja machen durch meinen Buff. Wenn wir die jetzt nochmal schnell verbessern. So, sehr cool. Sehr wichtig. Einkaufsfläche. Fight und wollte ich auch gleich schön nochmal. So, zack. Ja, ich mache halt nicht viel Damage, aber dafür habe ich jetzt nicht viel Cooldown Reduction. 23, okay. Gibt Schöneres, aber. Oh, Taunt. Ja, der zieht mich weg vom Fight. Sehr gut. Hi, lass den Quatsch mal bitte kurz. Ja, was willst du mit tun? Gar nichts. Nicht. So, So, das Teil spawnt gleich sofort wieder. Ich hab Blink und Ult und alles drum und dran. Ist tot, sehr cool. Bin zur Ult. Richtig. Au, 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 au. Das war sehr viel Damage. Wir brauchen Minions, wir brauchen Minions. Oder so einfach. Cool. Das war eine geile Runde, bin ich ehrlich. Der, Poseidon machte doch noch gut Schaden. Weil ich einfach nicht viel Magic Defense hatte. Aber es war eine coole Runde, Spaß gemacht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es war spannend, ich habe einfach alles durchdenken können, es war lustig. Und jetzt will ich wissen, wie viel Damage ich gemacht habe. Ich glaube, Coco hat bestimmt über mein Damage überholt. Aber es interessiert mich jetzt, wie viel Damage konnte ich farmen auch mit dem Longshen. Der hat doch im Endeffekt aber auch nicht gut gespielt. Plus, aber ich habe auch sehr viel gegen ihn gekauft, ist klar.
GG. Wer war nicht im Game? Mein Tablet wird wahrscheinlich irgendwas scheinen. 23.000 Damage gemacht, ja, guck mal. Great, das ist richtig crazy. Ja, weißt du, ach, Daji auch. 23.000 Damage ist komplett fein. Ich habe mehr als, ja, alle aus dem Assassin gemacht. Wer ist das? Okay, I don't know, egal. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mich wünscht, habe ich den Gott, ich jetzt nicht mehr, soll gerne einen Kommentar schreiben. Ansonsten, lasst ein Like, abonniert gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und, jo, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.